Jetzt stehen wir vor der Westfalenhalle. Jetzt haben die dem Schweizer Friedensforscher das Reden verboten. Haben Sie das mitbekommen? Den Schweizer Frieden, ja, gut, der ist ja sehr umstritten, dieser Schweizer Friedensforscher, den Sie da sagen, auch sehr rechtslastig, ne? Und deswegen hat man ihm gesagt, man darf hier nicht reden, ne? Was macht denn so umstritten? Welche Aussagen? Oh, jetzt sind Sie aber sehr weit weg. Also da bin ich nicht im Stoff, wenn ich Woher ehrlich haben bin. Sie die Information? Welche Informationen? Dass er rechts ist. Ja, Oder solche Aussagen macht. liest man in der regionalen Presse. Und der vertrauen Sie der Presse uneingeschränkt. Eigentlich eher nicht, wenn ich das mal ehrlich sagen. Gerade die regionale Presse ist sehr schlecht in Dortmund. Und dann hätten Sie sich das Video doch mal von ihm oder die Videos, der hat ja Millionen Zuschauer bei YouTube anschauen können. Wissen Sie, ich bin hier bei Verdi. Ich stehe hier für 10,5% Lohnerhöhung. Ne? Das ist mir einfach zu tiefgreifend. Okay, vielen Dank. Okay. Grundsätzlich spreche ich mich auch gegen jegliche Schwurbelei aus. Was ist Schwurbelei? Beispielsweise Verschwörungsideologien. Welche meinen Sie konkret? Querdenken beispielsweise. Ich bin geimpft und ich bin sehr gerne geimpft. Okay, alles gut. Jetzt ist ja hier der Vortrag abgesagt worden von dem Dr. Ganser vor der Westfalenhalle. Wie orten Sie das ein für ein Thema Meinungsfreiheit in Deutschland? Ich finde es richtig, Punkt. Und ich will jetzt auch nicht mehr sagen. Jetzt hat die Westfalenhalle dem Schweizer Friedensforscher Dr. Ganser den Vertrag gekündigt. Haben Sie das mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen. Wie sehen Sie das? Das hat die Politik ganz richtig entschieden so. Warum? Weil. Ich meine, der hat 2000 Karten hier für Dortmund verkauft, die alles ausverkauft. Scheint ja doch viele Menschen zu geben, die das interessiert. Millionen Follower bei YouTube. Warum darf ein Mann in Deutschland nicht frei reden? Es gibt in Deutschland Bereiche. Frei reden ist halt das eine und das andere ist irgendwie Menschenverachtung in die Welt zu tragen, was nicht in Ordnung ist. Wo genau hat er Menschen verachtet? Persönlich kenne ich den Ganser nicht und ich hör mir den auch nicht an. Woher haben Sie Ihre Informationen? Aus der Presse. Und der glauben Sie? Ja.